tried to call me, just seeing you last night. I said you were lonely, but I wasn't right. Oh no, no. Oh no, no. He knows my ambition, and it's alright. I can't Das erste Rennen der Saison war in Lamprechting, Oberösterreich. Für die Klasse bis 1300 Kubik umverbaut. Für uns am Start die Nummer 378 Johann Mölzl auf Peugeot 304. Mit dabei die Nummer 36 Konrad Schweiger ebenfalls auf Peugeot. Der Lauf verbaut bis 1300 Kubik. Nummer 39, Max Mölzl auf einem Austin. Die Leute, die auf der Einfahrt stehen, bitte weggehen. Wir haben fast keinen Überblick mehr. Bitte weg von der Einfahrt. Das Auto von Direct Points da, wenn es geht, wegschieben. Wenn es geht, wegschieben. Die Rennstrecke bitte am Fulltag. Der erste Meisterschaftslauf dieser Saison fand in Bayern bei Weißenburg statt. Jürgen Bauerlager, Vorstand Herwig Koller, trifft die letzten Vorbereitungen. Heute fliegt er bei der Fahrzeugabnahme. Also ich wollte ja bei der Fahrzeugabnahme. Albert Winkler beim Trainingslauf. Bestzeit. Platz Nummer 91 hat die heutige Bestzeit bis jetzt 16,98. Lothar Weiß auf seinem Einbau. Nummer 87, Herbert Maus.
soll ich dann über 80 oder über 60? Ja, der Maus auf den Eichbau. Das Wetter ist zuletzt, übernachten wir bei auf den Rennplätzen. Alter, Prost, Mann, Prost! Prost! Ich bin wieder der Gerbi. Schau mal, was er nicht kennt, Dion. Gerbi, wenn man es nicht kennt, Dion. Jetzt sind so still in der Teile genannt, als kein Christkind. Mit der Blitz, das weiß er nicht recht. Hey, Amira, reicht doch mal her. Reicht doch mal ein wenig her. Da der Böhm Jugendstreit bleiben sollte, konnte ich leider nicht hinweg. Das Rennen am Sonntag. Erster Lauf mit Nummer 88, Sascha Gero, ein neuer Fahrer. Bei diesen Rädern den dritten Platz. Der Meisterschaftslauf. Vorne die Nummer 91, Heinrich Holzer, seinem 5E. Dahinter Nummer 374, Albert Wicker. Und die Nummer 368, Karl Sedlmeier. Albert Winkler im Zweikampf. Karl Sedlmeier. Immer noch in Führung Heinrich Walzer. Und hier wird Albert Winkler abgeschossen. Außerdem dabei die Nummer 75, Franz Gucci. Herwig Haller muss sein Fahrzeug leider verlassen. Dahin Heinrich Walzer immer noch in Führung. All right.
somit würde ich dir zusagen. Der Lauf der verbauten Gasse. Nummer 87 Herbert Maus, 373 Walter Schweiger und Nummer 89 Werner Maus. Walter Schweiger lieferte sich das ganze Rennen hindurch einen Zweikampf mit der Nummer 101 und dem Bruder von dem Kage. Am Ende belegte er aber Platz 1, da er jeden Fehler seines Gegners konsequent ausnutzte. Herbert Maus wurde Dritter. In der Meisterschaft dürfen wir dadurch mit 7 Punkten Vorsprung. Meisterschaftslauf der Damen. Nummer 80 Brigitte Haller, Nummer 371 Christoph Gutze und Nummer 377 Maria Sauber. Die Halle belegt in diesem Lauf Platz 2. Maria Kagerer hat gratuliert. Das Trinko und hat hier den vierten Platz erreicht. War ein Meisterschaftslauf der Gruppe Süd. Wir waren deshalb nur außer Konkurrenz dabei. Nummer 76, Johann Judimann. Und Nummer 368, Karl Sebelmeier, im ersten Lauf. Karl Sebelmeier gewinnt diesen Lauf. Im sechsten Lauf die Nummer 75 Franz Gucci und die Nummer 341 Franz Kerschensteiner, ein neuer Fahrer. Franz Kerschensteiner führte in diesem Rennen bis zur 10. Runde. Dann überschlug er sie und musste leider aufgeben.
etwas weg von uns. Hoffentlich geht er noch. Heinrich Walzer, der hier noch führt, belegte am Ende Platz 4. Diesen Lauf gewann Nummer 372 Robert Kronold. Hier der strahlende Sieger. Im Lauf über 2 Liter werde ich alle mit einem Opel abgereist. Er fällt in der 7. Runde in Führung links aus. Der andere Lauf ist Stadt Nummer 75, Christa Gucci. Aber auch sie fällt nach einem Überschlag aus. Im zweiten Damenlauf, die Nummer 377, Maria Kagerer mit einem K70. Und die Startnummer 80, Brigitte Haller. Sie belegt am Ende Platz 4. Vom Start weg in Führung Maria Kagerer. Sie gewinnt diesen Lauf. Der Endlauf der unverbauten Klasse. Nummer 368 Karl Sedlmeier, Nummer 372 Robert Prolold und Nummer 88 Xaver Gero. Die Nummer 377, Maria Kagerer. Sie wird in diesem Lauf Vierte. Karl Sedlmeier gewinnt diesen Lauf und Robert Prolold wird Zweiter. Robert Prolold hat damit bei diesen Rennen seinen dritten Pokal gewonnen. Hier die Sieger. Thank you.
Freiburg, Werner Maus, der bereits in der ersten Runde ausgefallen war. Walter Schweiger belegt am Ende Platz Nummer 3. Zur Gesamtwertung konnten wir unsere Führung behaupten. Meisterschaftslauf der unvermauten Klasse. Vorne weg Nummer 91, Heinrich Walzer. Nummer 83, Fassmeister. Thank you.
Karten, gleich wie auch in den 373, Walter Schleiger. Nummer 89, Werner Maus. Am Ende Platz 3. Ebenfalls dabei Nummer 81, Lothar Weiß. Thank you.
der Schlampe Gruppe Nord. Hier der Lauf der verbauten Seite. Nummer 89, Werner Maus. Dahinter Nummer 373, Walter Zweiger. Nummer 87, Werner Maus. Thank you.
Frage. Erstmal Mal dabei, Nummer 79, Günther Lauterbach. Mit dabei, Nummer 89, Werner Baum. Und der Sieger dieses Laufes, Lothar Weiß. Aus der Werner Baum und Günther Lauterbach. Das hat der Dame, Mr. Gucci. Und Nummer 377, Maria Nagere. Mr. Gucci, der ist ausgefallen. Maria Pagre belegt am Ende Platz 2. Wechsel auf die Nummer 372, Robert Kronholz. Nummer 370, Albert Zitzo. Nummer 371, Franz Gerstensteiner und Nummer 75, Franz Gucci, der hier einen Gegner fliegen lässt. Albert Zitzo. Endlauf der Verkaufszeit. Nummer 81, Lothar Weiß. Nummer 89, Werner Baum. Nummer 79, Günther Lauterbach. Werner Baum belegt bei diesem Rennen Platz 3.